Es war eben auch so, als der Club gewonnen wurde, 1943. Dann konnten die Leute nur mit dem Ausweis rein. Es konnte nicht einfach einer kommen, sondern die hatten einen Ausweis, wo sie mit rein konnten. Und das hat sich noch lange hergezogen, dass, eben, dass Arbeiter zum Beispiel gefunden haben, ja, hier kannst du nicht. Das Ziel war, dass die nicht einfach nur gerade ihren Arbeitsplatz kennen. Schließlich hat damals das Unternehmen in Baden allein rund 15'000 Mitarbeiter gehabt. Und man wollte alles vermeiden, dass der Einzelne einfach eine Nummer ist. Und unter anderem habe ich bei dieser Gelegenheit mal die Villa Boveri, damals hat es noch Clubhaus geheissen, kennengelernt. Wir waren einmal aufgeboten, dass wir uns hier getroffen haben. Und dann hat der Herr Naville eben ein bisschen etwas erzählt, was die Funktion ist von diesem Clubhaus, dass das ein Begegnungszentrum sei für die Angestellten von BBC und dass jeder von uns im Prinzip das Recht habe, hierher zu kommen und hier Zeitungen lesen oder zum Beispiel Ping-Pong oder Billard spielen oder die Bibliothek zu benutzen, die es hatte im Haus. Jazzclub, Frauenclub, die gejasset haben. Die haben also einmal in der Woche ihren Tag gehabt. Dann war der Kameraclub und der Bridgeclub. Über unten hatte es einen Ping-Pong-Tisch gehabt, wo vor allem zu Abend, am Morgen Pensionierte und zu Abend andere gekommen sind. Und auch in einer Hauszeitung habe ich gelesen, dass man damals am Samstag, Sonntag eine Suppe essen oder einen heißen Tee trinken. Eine Suppe für 50 Rappen, einen heißen Tee für 20 Rappen. Es ist natürlich so, vom Stiftungszweck her ist ja die Villa für die Mitarbeiter in der Freizeit da. Wenn aber irgendwie eine ABW-Firma sagt, wir machen hier eine Sitzung, vielleicht eine ganztägige Sitzung mit vielleicht noch mit Referenten, dann zahlen die einen Beitrag. Und ich hatte ein Zeitchen das Gefühl, wenn wichtige Sitzungen, die man statt irgendeinem Sitzungszimmer im Areal gemacht hat, und man gesagt hat, nein, das machen wir in der Villa Boveri, als das ein bisschen mehr Bedeutung hat. Die Entscheidungen, die man dann hier getroffen hat, die sind wichtig gewesen. Für mich war das Haus ein sehr schönes Haus. Die Grösse dieses Hauses, die Weite dieses Hauses, das hat auch in den Kursbesuchern etwas gegeben. Es war einem wohl hier drinnen. Und dann einfach so die Erinnerung an Gründer, einer der Gründer dieser Firma, wo der Sinn hatte, um so ein schönes Haus zu bauen. Also einerseits war es einmal noch wichtig, dass das Haus mit dem Park und später auch der Martinsberg, dass das nicht einfach Teil der Firma war, wo man, sage jetzt einmal, finanziell knappe Situationen hätte ich können verhöckern und Geld daraus machen. Darum war das eine Stiftung. Man gesagt hat, man will das behalten, das hat eine Funktion und man muss rechtzeitig dafür sorgen, dass das ausgenommen ist vom Firmenvermögen. Die vielen Liegenschaften, die man hier verkauft hat, da hat schon Geld in die Kasse gegeben. Man hat im ersten Moment das schon nicht so nötig gehabt, aber man hat hinterher schon gesehen, dass man das Haus zum Unterhalten natürlich auch Einnahmen bringt. Für mich ist es ein Bijou. Und zwar eigentlich eine grüne Oase, mitten in der Stadt Baden. Wenn wir hier umschauen, haben wir unten der wunderbare Park, der weit runtergeht bis an die Limmat. Wir haben hier auf der rechten Seite den Gartensaal. Auch ganz ein zentraler Punkt eigentlich für uns von der ABB Wohlfahrtsstiftung her, weil der Walter Boveri den Gartensaal bauen lassen hat, um hier seine Hauskonzerte zu geben
Und er hat damals eigentlich schon etwas gemacht, was man heute unter dem Begriff Networking versteht. Und zwar, er hat seine Gäste eingeladen an Konzerte und hat sie nachher ins Haus übergebeten, im Anschluss an das Konzert, zu einem Apéro. Und das ist das, was wir heute eigentlich noch machen. Die ABB Wohlfahrtsstiftung hat einen Begegnungsauftrag und nicht, wie man vielleicht meint, einen Kulturauftrag. Heute führen wir eigentlich das Haus vor allem für die Mitarbeitenden von der Alstom-Schweiz und von der ABB-Schweiz. Und da fragt man sich natürlich sofort, ja, warum denn auch Alstom? Aber Alstom-Schweiz ist aus der ABB-Kraftwerke entstanden. Und darum sind auch die Alstom-Mitarbeitenden Destinatär von unserer Stiftung. Unsere Anlässe sind immer gekoppelt, so wie das Walter Boveri früher gemacht hat. Wir haben einen kleinen Kulturteil, wo für uns eigentlich das Vehikel ist, um die Leute anzubringen. Und wir haben nachher einen Begegnungsteil, sei es mit einem Nachtessen, sei es mit einem Frühstück, beim literarischen Sonntagsfrühstück, das wir anbieten, oder sei es beim musikalischen Diner mit einem Nachtessen. Das Fest im Park für Gross und Klein, das ist ein Nachmittag mit einem Kinderprogramm und dann ein schönes Programm für die Erwachsenen, wo dann rund etwa ab der 6. Weg bis Nacht um 12 Uhr dauert. Viele sind ja nicht unbedingt auf der Kulturseite daheim, sondern viele treiben gerne Sport. Und für die bieten wir den ABB Wohlfahrtsstiftung Triathlon an. Das ist im Spätsommer im Tegger Hardossen in Wettigen im Sportzentrum ein Anlass, wo es darum geht, dass man 500 Meter schwimmt, biket, joggt. Man kann das alleine machen oder man kann das im Team machen. Seit dem 43 hat sich natürlich vieles verändert. Die Mobilität ist ganz eine andere. Informationstechnologie hat mit 7-Meilen-Stiefel Fortschritt gemacht. Das führt auch dazu, dass der Arbeitsalltag hektischer geworden ist und dass die Mitarbeitenden tendenziell nach dem Arbeiten lieber heimgehen. Das Angebot in Baden ist riesig. Es wäre fast Wasser in Rhein treiben, das Kulturangebot in der Villa Boveri noch mehr zu fördern. Und darum denke ich, die Zukunft liegt primär eigentlich im Bereich Seminar, Konferenzen, Besprechungen, aber halt vielleicht auch verbunden mit einem schönen Nachtessen oder mit einem feinen Mittagessen in einer besonderen Umgebung. Ich denke, es ist ein Zeichen für Wertschätzung und für Anerkennung auch, dass man hier ankommt und dass es halt auch wirklich ein spezieller Ort ist. Es ist vom Interieur her besonders. Es ist anders. Es ist speziell. Und das ist etwas, was die Leute sehr schätzen. Also die Personen, die ein Festwetter machen in einem schönen, stilvollen Rahmen, die sind bei uns sehr, sehr gut aufgehoben.